Wir finden in den ersten Versen dieses Kapitels wieder eine detaillierte Reisebeschreibung mit so einzelnen kurzen Perlen von Erlebnissen. Und das entspricht eigentlich ganz genau dem, was wir gefunden haben, schon in Kapitel 20. Nach dem Aufruf in Ephesus haben wir eine detaillierte Beschreibung der Reise ab Kapitel 20, Vers 1. Und auch da so eine so kurze Zwischenangaben von Erlebnissen, dort speziell, was in Troas geschehen war, wie sie dort Brot gebrochen haben, was sie da in der Versammlung erlebt haben. Dann die weitere Reise bis nach Milet. Dann kommt die Rede, was wir letztes Mal betrachtet haben, die Rede an die Ältesten von Ephesus. Und jetzt kommt wieder so eine Reisebeschreibung, ganz ähnlich, also sehr, man sieht hier die Parallelität. Und dann kommt wieder ein Aufruhr, diesmal nicht in Ephesus, in einer heidnischen Stadt, sondern in Jerusalem, in der Stadt Gottes. Und das zeigt uns wieder etwas davon, ich werde ja mal später noch, hoffe ich, eine Zusammenstellung davon abgeben, wie Lukas die ganze Apostelgeschichte nach einem inneren Plan angeordnet hat. Und hier wird also gegenübergestellt einerseits der Aufruhr in Ephesus wegen eines heidnischen Tempels. Uns wird gezeigt, wie dort mit unheiligen Mitteln gearbeitet wurde. Und dann wird als Gegensatz gezeigt ein Aufruhr in Jerusalem wegen des Tempels Gottes und wie da genauso mit heidnischen, unsauberen Mitteln gearbeitet wird. Also diese Gegenüberstellung, die ist nicht von ungefähr. Wir haben ein anderes Thema schon letztes Mal angeschnitten, nämlich die ganze Frage, ob es eigentlich falsch war, dass Paulus nach Jerusalem gegangen ist. Wir können das kurz mal wiederholen, die Hinweise, die Paulus hätten aufhalten können. Kapitel 20 sagt er selber in der Rede an die Ältesten, Vers 22 bis 24. Wer liest? Vielleicht Peter. Und nun siehe, gebunden in meinem Geiste gehe ich nach Jerusalem, nicht wissend, was mir da selbst begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Bande und Drangsal in meiner warten. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, auf dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Jawohl. Also, hier der Heilige Geist bezeugt, immer wieder von Stadt zu Stadt wird ihm offensichtlich von Brüdern gesagt, durch den Heiligen Geist, was auf ihn zukommt in Jerusalem. Und er sagt, aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben. Ein Zeugnis in Jerusalem abzulegen, das ist mein Leben, ist es wert, mein Leben dafür hinzugeben. Dann haben wir gelesen, jetzt in diesem Kapitel 21, den Aufruf von Agabus. Lies nochmal Vers 11. Und Verse 11 und 12. Sie kamen zu einem gewissen Prophet mit Namen Agabus von Judäa, der kam herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, den dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hände der Nationen überliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die da selbst Wohnenden, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Jawohl. Also auch hier, Agabus sagt einfach prophetisch durch den Heiligen Geist, was geschehen wird in Jerusalem. Und die Geschwister, wenn sie das hören, bitten Paulus, dann geh doch bitte nicht, dass dir das nicht widerfährt. Aber auch hier ist es nicht irgendwie ein deutlicher Verweis des Heiligen Geistes. Sie dürfen nicht nach Jerusalem gehen. Und Paulus sagt dann eben, macht mir das Herz nicht schwer, ich bin bereit, das alles zu erleben und für den Namen des Herrn zu sterben. Vers 13. Und dann sagen sie, als sie sehen, dass es nützt überhaupt nichts, ihn zu überzeugen,
Der Wille des Herrn geschehe. Vers 14. Die einzige schwierige Stelle ist 21, Vers 4. Lies mal. Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir da selbst 7 Tage. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Jawohl. Wörtlich sogar, durch den Geist nicht nach Jerusalem gehen. So ist es ganz wörtlich. Nicht zu gehen. Und diese Stelle, die einzige Stelle, die etwas davon sagt, von nicht nach Jerusalem gehen, durch den Geist. Aber das Ganze ist ein bisschen komplizierter, als man denkt. Eben oft wird ja die ganze Sache so aufgefasst, dass man sagen könnte, Paulus hat hier irgendwie im Ungehorsam gegen den Heiligen Geist gehandelt. Und darum ist nämlich alles so schief herausgekommen. Nicht? Er ist dann in Gefangenschaft gekommen, jahrelang, und er konnte nicht mehr wie früher so in Freiheit das Evangelium ausbreiten, sondern er ging von Gefangenschaft zu Gefangenschaft über Jahre. Dann ist es nämlich auch so gekommen in Jerusalem, dass dort einige gesetzliche Brüder ihn überreden konnten, am Opferdienst teilzunehmen. Und das sei ja eigentlich auch ein Kompromiss gewesen mit der Wahrheit. Denn diese Opfer dazu bringen, das sei gewissermaßen auch eine Leugnung des einen Opfers von Golgatha. Ganz im Widerspruch zum Hebräerbrief. Und da sieht man eben, wie ein Falsches das andere Falsche ergeben hat. So wird oft argumentiert. Aber das Ganze ist ein bisschen schwieriger. Denn in Kapitel 19, Vers 21, da wo ja dieser letzte Teil beginnt, dieser Teil 6, wie wir das früher schon gesehen haben, heißt es Vers 21. Peter. Als dies aber erfüllt war, setzte sich Paulus in seinem Geiste vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen, und sprach: Nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Jawohl. Jetzt schauen wir in der Fußnote bei in seinem Geist. Ja. Und zwar wörtlich. Also das ist eine Interpretation von den Übersetzern im Text, dass es hier um den Geist von Paulus geht. Man kann also mit genau gleichem Recht sagen, das bedeutet, setzte sich Paulus in der Kraft des Geistes, also in dem Geist, in der Kraft des Geistes, da wäre dann gemeint der Heilige Geist, vor, nachdem er Mazedonien nach Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen. Und auch jetzt nach Rom zu gehen. Also, das ist nämlich der gleiche Ausdruck. Auch da heißt es in 21 Vers 4, diese sagten dem Paulus, durch den Geist nicht nach Jerusalem zu gehen. Also, wir sehen, das Ganze ist gar nicht so einfach. Die Beurteilung, war das falsch oder war es nicht falsch? Das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie es auch im christlichen Leben allgemein mit der Beurteilung, ob so eine gewisse Entscheidung richtig ist oder falsch ist. Da, wo es um Dinge geht, die nicht absolut falsch sind, meine ich. Eben, ich meine, nach Jerusalem reisen, das kann richtig sein in einem Fall, in einem anderen Fall kann es falsch sein. Dass es eben auch heute eine sehr schwierige Sache ist. Und anzunehmen, dass alles so falsch war, was Paulus da getan hat, auch in Jerusalem, und dass eigentlich ein völliges Versagen war, da mit den Opfern und was er da alles im Tempel tun wollte, das ist schwierig in Einklang zu bringen mit Apostelgeschichte 23, Vers 11. Paulus hat also in Jerusalem Zeugnis abgelegt, all die Sache mit dem Tempel ist vorbei. Und was lesen wir in Kapitel 23, Vers 11? Wer liest? In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Ja,
Der Herr ermutigt ihn und sagt, dann, das ist erstaunlich, wie du das in Jerusalem gemacht hast, so musst du auch jetzt in Rom machen. Wenn das in Jerusalem so daneben gewesen wäre, wie könnte der Herr sagen, dann mach es auch noch so in Rom? Er hätte gesagt, es war zwar nicht gut, wie es du gemacht hast in Jerusalem, aber ich möchte jetzt, dass du auch in Rom zeugst. Ja, also, letztes Mal habe ich die Möglichkeit aufgezeigt, dass es für Paulus gar nicht so klar war, wirklich, ob dieses nicht nach Jerusalem hinaufzugehen, ob das wirklich vom Geist kam. Also nicht ein offener Ungehorsam. Andererseits ist es auch fraglich, ob dieses Verbot wirklich ein absolutes Verbot gewesen ist. Ja. Es gibt diesen Ausdruck vortrefflich, also zwischen gut, zwischen Recht und Unrecht, oder kann man auch diesen Mittelweg gehen, den vortrefflichen Weg? Das sieht man gut im Philipperbrief. Können wir das kurz aufschlagen? Es ist sehr wichtig, dass es nicht nur richtig und falsch gibt, sondern dass beim Richtigen gibt es das Gute und das Vortrefflichere. Das ist in Philipper 1. Liest du mal Verse 9 und 10. Sei. Ja, gut. Dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Ja, ja, ja. Also, bei dir steht das Vortrefflichere oder bei mir das Vorzüglichere, das ist das Gleiche. Aber merken wir den Komparativ, die Vergleichform. Also mir das Vorzügliche. Da, ich hab nix sowas. Nee, was steht dann? Da steht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Ja. Damit ihr lauter und unanstößig Jawohl. Seid. Es ist flotter übersetzt. Fußnote. Oder als Fußnote steht dann wörtlich das Unterscheidende oder das, was den Unterschied macht. Ja, genau. Aber nicht zu was steht da nicht. Jawohl. Eben das, was positiv ist und was noch besser ist. Eben diese Unterscheidung machen zu können. Nicht nur schwarz-weiß zu sehen, sondern es gibt auch diese Unterscheidung, das Vortrefflichere, das Vorzüglichere. Und, aber ich meine, es bleibt immer noch schwierig, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen. Aber gibt es solche Dinge, dass ein Verbot nicht absolut sein kann? Zum Beispiel sagt die Ehefrau zu ihrem Mann, ich möchte dir auf den nächsten Geburtstag eine tolle HiFi-Anlage schenken. Dann sagt er, nein, tu das ja nicht. Kauf dir doch lieber endlich mal für dich wieder mal einen neuen Mantel. Und dann kommt der Geburtstag und was macht sie? Sie bringt die HiFi-Anlage. Und nun, was sagt der Mann? Das ist nicht Unterwürfigkeit. Ich habe doch dir ganz deutlich gesagt, du sollst das nicht tun. Sondern sagt herzlich Danke. Ja? Und der Herr hat durch den Geist Paulus ihm vorgestellt, ganz klar, was in Jerusalem ihn erwartet. Und es war für ihn gewissermaßen beide Möglichkeiten offen. So könnte man das auch verstehen. Einerseits zu gehen, aber das würde viele Leiden mit sich bringen. Oder nicht zu gehen. Aber es ist nicht so, dass es einfach falsch gewesen wäre, wenn er nicht nach Jerusalem gegangen wäre. Sodass ihm der Geist Gottes sogar die Möglichkeit zeigt, nicht zu gehen. Und er sagt, nein, ich bin bereit, alles zu geben. Und war auch bereit dafür. Und dadurch kam das Evangelium vor das Synedrium wieder, den obersten Gerichtshof von Israel. So kam er vor verschiedene römische Gerichte und schlussendlich sogar vor das Gericht des Kaisers in Rom, vor Nero. Das waren alles Folgen davon, dass er bereit war, sein Leben zu geben. Und als ich das gut überlegt vorher, ich bin bereit, das zu tun, und das gab ihm auch die Kraft, um durchzuhalten. Und damit ist auch
eben erfüllt worden, was der Herr ihm schon von Anfang an gesagt hat, dass er ein Auserwählter sei, um seinen Namen zu tragen vor Könige. Das haben wir in Apostelgeschichte 9 in Verbindung mit der Bekehrungsgeschichte. 9, Vers 15. Reinhold, liest du nochmals? Der Herr aber sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Jawohl, Könige in der Mehrzahl. Er kam auch vor Agrippa, den König Agrippa. Vers 16 noch, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Jawohl. So kam es nämlich gerade dadurch, dass er ging nach Jerusalem, kam er vor die Könige. Und sogar vor den König der Könige, das war der Oberkönig, der Kaiser, vor den Kaiser in Rom. Dann ist noch weiter zu sehen, das Ganze war nämlich nicht nur so negativ. Man kann es einerseits darstellen, das ging doch alles schief nachher, Gefangenschaft. Aber aus dieser Gefangenschaft kamen Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief, Philemonbrief, Hebräerbrief, eine ganze Reihe von wichtigen Briefen, wo so herrliche und großartige bezeugt werden, kam als Frucht dieser Gefangenschaftszeit aus. Ist das zu erklären als Frucht? Ich meine, die hätte er auch sonst schreiben können, von einem anderen Ort aus, oder diese Briefe, das verstehe ich nicht ganz. Gut, aber er hatte dafür... Ein Vorteil darin gelegen hat, dass er gefangen war. Dadurch hat er auch... Mehr Tiefe gehabt, mehr Nähe zum Herrn vielleicht. Und auch die Musse, die Zeit. Und dann und die Briefe sind natürlich gekennzeichnet dadurch, dass er leidet für die Wahrheit dieser Geheimnisse, die er zum Beispiel im Epheserbrief enthüllt. Er sagt, dafür bin ich ein Gefangener in Ketten. Er sagt nicht, weil ich einen falschen Weg gegangen bin, sondern er sagt im Epheser 3, können wir das aufschlagen? Wie? Freut euch alle Zeit im Herrn, danke ich werde an diese Stelle. Ja, wenn dass man im Gefängnis ist, im Ungemach, ist es nämlich schwieriger, so etwas zu schreiben, wie wenn man alles hat und jubelt und in den höchsten Höhen sich befindet. Ja. Und in Epheser 3, Vers 1. Epheser 3, Vers 1. Dieserhalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden. Jawohl, bis dahin. Er erklärt dann im Weiteren dieses Geheimnis, dass er da, Paulus, der Gefangene, für euch, die Nationen, die Nichtjuden, dieses Geheimnis beinhaltet, dass Gläubige aus den Juden und Gläubige aus den Heidenvölkern zu einem Leib zusammengefügt worden sind. Eine völlig neue Einheit. Und das war der eigentliche Grund seiner Leiden. Warum hat man ihn in Jerusalem um jeden Preis wegschaffen wollen? Weil er überall in der Welt die Wahrheit von dem einen Gott zwar verkündigte, aber so, dass die Heiden nicht Juden werden mussten, sondern standen eine Gemeinde nach der anderen, eine Versammlung nach der anderen, die nicht zur Synagoge gehörten. Das war das Ärgernis. Wenn er die alle integriert hätte, dass sie Juden werden, sich beschneiden lassen, zur Synagoge gehören, kein Problem gewesen. Denn das war ja auch das, was die Pharisäer machten nach Matthäus 23. Der Jesus sagt, ihr durchzieht die Meere, um einen Proselyten zu machen. Die waren sehr missionarisch aktiv damals, die Pharisäer. Und das wäre ja kein Problem gewesen, wenn Paulus sie integriert hätte ins Judentum. Das hat er nicht gemacht. Und das war das große Ärgernis, das schlussendlich eben dazu geführt hat, dass man ihn wegschaffen wollte. Wir werden das noch sehen in Verbindung mit all den Verleumdungen. Es geht genau um den Punkt.
Also auch da wird Paulus in diesen Gefangenschaftsbriefen, stellt er sich nicht dar als einer, der jetzt leidet, weil er einen falschen Weg gegangen ist, sondern sagt, ich leide für euch, die Nationen, weil ich eben ein Evangelium verkündige, das dem Judentum ein Ärgernis ist. Wolltest du noch was sagen? Nee. Nein. Gut. Also wir sehen, Paulus wird hier ab Kapitel 21, wird er stark kritisiert, kommt stark unter Beschuss, aber eigentlich nicht nur damals von vielen Menschen, sondern auch heute noch. Eben denken viele Bibelleser, Paulus hat hier falsch gehandelt, dass er nach Jerusalem ging und dann in Jerusalem selbst, die ganze Sache, was er da getan hat, war alles falsch. Also kritisiert in der Vergangenheit und kritisiert in der Gegenwart. Und es gibt Argumente von beiden Seiten, um zu sagen, um einerseits zu rechtfertigen und andererseits um ihn zu verdammen. Das ist das Interessante. Also das Ganze ist nicht so einfach, so völlig durchsichtig. Und das entspricht eigentlich dem, was Paulus schon früher geschrieben hat, dem 2. Korinther 6. Wenn man ein Mitarbeiter Gottes sein will, womit man da zu rechnen hat. 2. Korinther 6. Jemand Verse 3 bis 10. Indem wir in keiner Sache irgendeinen Anstoß geben, auf dass der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem uns erweisen als Gottesdiener, in vielem Ausharren, in Drangsalen, in Nöten, in Ängsten, im Streichen, in Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen, in Wachen und Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Gütigkeit, im Heiligen Geiste, in ungeheuchelter Liebe, im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böses Gericht und gutes Gericht. Ja, sagen wir es da. Als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und alles besitzend. Jawohl, du erstaunlich. Der Apostel Paulus sagt, wenn man sich erweist, Gottes Diener, dann geht es durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht. Und man wird dargestellt von den einen als Verführer, von anderen als wahrhaftig. Das ist alles normal. So hat er das erlebt. Da hat er die Brüder in Jerusalem, die ihn da aufgenommen haben, die waren überzeugt von ihm. Aber viele andere hatten große Fragezeichen bezüglich seiner Person. So musste er sich eben erweisen, persönlich jetzt als Mensch. Wir haben gesehen, in den früheren Teilen der Apostelgeschichte ging es immer wieder um verschiedene Aspekte des Evangeliums, die dargestellt und befestigt wurden. Und jetzt im letzten Teil geht es speziell um das Instrument, um die Person von Paulus, in welchem Verhältnis die steht zu dem, was er verkündigt hatte. Darum kommt er vor Gericht, vor einem Gericht nach dem anderen, damit das herauskommt, was seine Person anbetrifft. Und er muss viel über sich selber sagen, was er sonst nicht gesagt hätte. Er wird gezwungen dazu. Darf man noch einen Vers zurückblenden? Ja. Wenn wir gerade diese Stelle noch lesen, lasen aus 2. Korinther 6, dachte ich noch an die Stelle aus 2. Korinther 12, Vers 15, wie sehr wohl dieses der Apostel empfunden haben muss und was es unter Umständen, ob es falsch ist zu sagen, was es auch für eine Anfechtung für ihn bedeutet haben könnte, wenn er dort sagt, in Vers 15, ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen, wenn ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Jawohl. Dass er auch dort die Missverständnisse oder Missdeutungen seines Weges vielleicht empfand. Ja, und wir
wenn wir darauf kommen, die ganze Sache da in Jerusalem. Warum hat er sich darauf eingelassen, diese Kosten für die Opfer und so weiter zu übernehmen? Weil die Brüder ihm dort sagten in Jerusalem, Vers 20. Liest du gerade nochmals den Vers 21, Vers 20? Apostelgeschichte 21, Vers 20. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, welche glauben, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Nach Vers 21. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrest und sagest, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Jawohl, bis dahin mal. Also, die Verbindung zu 2. Korinther 12, Vers 15. Er will sich eben hingeben und verwenden, um anderen zu dienen, auch wenn das zu seinem eigenen Nachteil ist. Hier geht es um diese Tausenden der Juden, welche glauben. Für die hat er das nämlich insbesondere getan. In der Fußnote steht übrigens sogar bei Tausende, wörtlich Zehntausende, Myriaden, Zehntausende von Juden, die glaubten, die waren alle Eiferer für das Gesetz. Das heißt, sie waren alle sehr darauf bedacht, ihre Kinder weiterhin zu beschneiden. Weiterhin die Dinge des Gesetzes zu beobachten. Allerdings mit der Einschränkung, dass eigentlich schon längst deutlich gemacht worden war, dass durch die Beschneidung wird man nicht errettet. Also, das wurde ja schon längst erklärt in Apostelgeschichte 15, dass die Beschneidung nichts zu tun hat mit Erlangung des Heils. Und so haben diese gläubigen Juden die Dinge zwar weitergetan, aber nicht in der Meinung, dass es das Heil bringt. Aber einfach, weil das haben sie von Kind auf gelernt. Das war ihnen von den Vätern so überliefert worden. Das war ihnen von Gott gegeben. Und die konnten nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich irgendwie einsehen, dass die Beschneidung nun plötzlich nicht mehr nötig wäre. Denn darauf stand ursprünglich die Todesstrafe. Nach der Bibel. Wenn man die Kinder nicht beschnitt. Also waren sie in ihrem Gewissen noch so stark daran gebunden, dass Gott das auch zuließ. Und jetzt hörten sie, dass man erzählt über Paulus, überall in der Welt sagt er, die Juden sollen mit diesen Dingen nichts mehr zu tun haben. Und das war nicht die Wahrheit. Im Galaterbrief hat er gelehrt, dass Gläubige aus den Heiden nichts mit diesen Dingen zu tun haben dürfen. Dass sie nicht Juden werden sollen. Weil das Heil eben auch gar nicht davon abhängt, von der Beschneidung und solchen Dingen. Aber er sagt nicht den jüdischen Gläubigen, sie dürfen solche Dinge keinenfalls mehr tun. Er selbst hat ja sogar, gerade nach dieser Besprechung in Jerusalem, hat er nachher Timotheus beschnitten. Da wurde das deutlich, worum es ging. Aber was absolut wichtig war, man durfte nicht glauben, dass diese Dinge etwas für das Heil bringen würden. Und man durfte auch nicht Gläubige aus den Heiden dazu bringen, solche Dinge zu beobachten. Und so brauchten also diese Juden, diese Zehntausenden, die waren jetzt in Gefahr, wenn sie solche Dinge hörten, zu denken, Paulus ist ein Heretiker, ein Irrlehrer, ein Verführer. Und dadurch, dass Paulus aber nun selber diese Dinge tat, da in Jerusalem, sahen sie, aha, das stimmt nicht. Das ist die Halbwahrheit. Das ist so messerscharf an der Wahrheit, dass er lehrt in der ganzen Welt, man soll sich nicht mehr beschneiden. Er hat überall gelehrt, dass die Beschneidung nichts bringt und dass die Nationen das nicht tun dürfen. Aber nirgends gelernt, die Juden dürfen das nicht mehr tun. Also, es ist scharf an der Wahrheit, aber es ist genau eine Lüge gewesen. Und das war für sie eine Gefahr zu denken, Paulus ist daneben. Und das hätte sie im Glauben irre machen können. Ihnen zuliebe hat er diese Dinge getan in Jerusalem. Aber mit einem ganz wichtigen Ergebnis. Da wurde umso deutlicher, wie die anderen Juden, dass sie
ganz unsaubere Absichten hatten gegen Paulus. Und dadurch, dass diesen gläubigen 10.000 Juden deutlich wurde, mit welchen unsauberen Mitteln da in Verbindung mit dem Tempel Gottes gearbeitet wurde, das half ihnen schlussendlich zu sehen, dass das System, in dem sie waren, völlig verdorben war. Das half ihnen schlussendlich, eben von dem Judentum wirklich innerlich loszukommen und zu sehen, jetzt ist etwas ganz Neues. Das ist nämlich der Punkt. Und die ganze weitere Apostelgeschichte führt schließlich dazu, dass gezeigt wird, wie verdorben die ganze Bürgerschaft in Jerusalem war. Und das führte eben zur Freiheit, dass man dann schlussendlich den Hebräerbrief, den Paulus aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben hatte, akzeptieren konnte, wo er sagt, jetzt haben wir keine bleibende Stadt hier. Also Jerusalem muss jetzt zerstört werden und damit auch der Tempel. Also jetzt ist eine neue Zeit, wo wir gar nichts mehr mit dem Tempel zu tun haben werden. Wir haben keine bleibende Stadt, sondern zukünftige suchen wir. Aber der Hebräerbrief war eine Folge dieser ganzen Entwicklung, dass Paulus schlussendlich nach Rom vor den Kaiser kam. Wir können das noch schnell sehen, Hebräer 13. Das ist ganz eindrücklich. Zuerst, um zu sehen, woher der Brief kommt, Hebräer 13, Vers 23. Ist es jemand? Wisset, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit welchem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde. Grüßet alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Ja, aber der Brief kommt aus Italien. Und Paulus sagt, dass er bald wieder kommen wird. Genauso wie er das im Philemonbrief aus dem Gefängnis schreibt und aus dem Philipperbrief, dass er bald frei werden wird aus der Gefangenschaft. Auch hier. Vielleicht nur noch in Klammer. Das ist ja oft ein großes Diskussionsthema, ob der Hebräerbrief wirklich von Paulus ist oder nicht. Nebenbei gesagt, die älteste Sammlung von Paulusbriefen, die wir besitzen, das ist der Papyrus P45, nennt man den. Der P45 stammt aus der Zeit zwischen 75 und 100 nach Christus. Umfasst praktisch alle Paulusbriefe. Und dort ist der Hebräerbrief eingeordnet zwischen Römer und 1. Korintherbrief. Ein Zeugnis, dass die ägyptischen Gläubigen im letzten Viertel 1. Jahrhundert überzeugt waren, dass der Hebräerbrief von Paulus war. Das ist ein ganz neues Zeugnis, weil das erst in den letzten, vor ein paar Jahren wurde diese Handschrift gründlich bearbeitet und datiert. Jetzt hier in Hebräer 13, schauen wir nochmals ab Vers 12. Genau der Punkt vom Hinausgehen. Darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ja, ja, gut, bis da. Also, Jesus hat außerhalb des Lagers, das heißt außerhalb von Jerusalem, gelitten. Und jetzt ist es auch unser Auftrag, da hinauszugehen, also den Tempel zu verlassen. Denn diese Stadt wird nicht bleiben. Und im Jahr 70, also etwa 6 Jahre nach dem Hebräerbrief, wurde die Stadt und der Tempel verwüstet. Und dann konnten diese gläubigen Juden nichts mehr mit dem Tempel zu tun haben. Aber auch die anderen, die ungläubigen Juden, auch nicht. Bis heute. Also sehen wir, die ganze Sache, die Paulus getan hat, das war sehr wichtig, um diesen jüdischen Gläubigen eben
zu helfen, diesen Übergang innerlich überhaupt zu schaffen. Aber das brauchte Jahrzehnte. 30 Jahre mindestens, eben bis zum Hebräerbrief, um das überhaupt irgendwie verkraften zu können. Aber ich habe das gesagt im Anschluss an die Stelle 2. Korinther 12, Vers 15. Das war Paulus' innere Einstellung. Er ist bereit, auf seinen Ruf und Namen zu verzichten, wenn er damit nur anderen helfen kann. Roger, kannst du noch vielleicht auch etwas dazu sagen zu dem Sabbat, parallel mit der Beschneidung? Ja, also der Sabbat war ja auch ein Gebot, nur an Israel gegeben. Und zwar sogar als Zeichen des Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel. Da steht das in 2. Mose. Nein, ich will später die spätere Stelle. Es muss 29 da herum sein, was ich will. Jawohl, das will ich, genau. Und zwar Vers 17. Also es geht ab Vers 12 um den Sabbat. Wer liest ab Vers 17? Ein ewiger Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel ewiglich. Denn in 6 Tagen hat Jehova den Himmel und die Erde gemacht und am 7. Tage hat er geruht und sich erquickt. Jawohl. Und dieses Zeichen ist zwischen Gott und dem Volk Israel. Also wiederum, es gibt kein Gebot, dass Nichtjuden den Sabbat beobachten sollten. Und so ist es also auf der genau gleichen Linie wie mit der Beschneidung, die gläubigen Juden, die Eifer für das Gesetz waren, die haben weiterhin den Sabbat beobachtet, aber durften nicht die nicht-jüdischen Gläubigen irgendwie unter dieses Gebot des Sabbats bringen. Und darum sagt Paulus in Kolosser 2, Kolosser 2, Verse 16 bis 17. So richte euch nun niemand über Speise und Trank oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Jawohl. Also, so verurteile euch nun niemand. Wenn es geht um Dinge wie Speise, also die Speisegebote, was ist koscher, was ist nicht koscher, mit Trank genauso, oder dann im Blick, in Ansehung fest, das bedeutet auf modernes Deutsch, im Blick auf oder Neumond, das war ja ein spezielles jüdisches Fest, der erste Tag vom Monat, dann, oder von Sabbaten. Im Blick auf diese Dinge kann uns niemand verurteilen. Und er erklärt, dass diese Dinge sind sowieso nur Schatten, also umrisshafte Andeutungen der Dinge, die vom Alten Testament aus zukünftig waren. Aber die Wirklichkeit, der Körper, die Erfüllung dieser der geistlichen Bedeutung dieser Dinge,
die stehen in Verbindung mit Christus. Das ist die Bedeutung von der Körper aber ist Christi. Also ganz klar wird hier gesagt, Sabbat ist kein Gegenstand, um jemanden zu verurteilen, wenn er den Sabbat eben nicht beobachtet. Aber da sehen wir eben die ganze Sache mit dem Übergang. Wir sehen auch die ganze Sache, wie Gott das Gewissen achtet und eben auch Zeit gibt, um über etwas hinwegzukommen. Und das geht ganz genau in die Sache von Römer 14 hinein, wo nämlich für die römische Gemeinde, die eine gemischte Gemeinde war, von Juden und Nichtjuden, wie dort erklärt wird, der eine hält einen Tag vor dem anderen und der andere hält alle Tage gleich. Aber nun soll nicht der eine der anderen verurteilen, sondern das musste man stehen lassen. Und wir denken oft so aus unserer Perspektive heute, ja, diese Dinge, das sind also nebensächliche Dinge, das waren Dinge, die gingen wirklich ans Gewissen, gingen wirklich an die Frage, ist das Recht vor Gott, wenn man den Sabbat nicht beobachtet und so weiter. Das gab Spannungen, große Spannungen. Und da spricht Römer 14 hinein, wie man sich ertragen kann, trotz diesen Unterschieden, die da bestehen. Ich habe zu den Versen da 23 bis 26 aus der Apostelgeschichte. Ja. Da muss ja eine, er hat sich ja praktisch den Juden aus Liebe, Willen und das Gesetz gestellt. Also da gibt es überhaupt keine Abstriche zu machen. Ja. Und da denkt man doch zweifellos auch an Römer 9. Und zwar Vers 1 bis 5 etwa. Jawohl. Darf ich es mal vorlesen? Oder machen wir jetzt Pause? Ich habe ein bisschen überschritten. Und dann lesen wir gleich nach der Pause die Stelle Römer 9. Reinhold, du wolltest noch Römer 9 ablesen. Eben, ich denke, Paulus ganze, Liebe zu seinem Volk. Die ganze Not, die eigentlich auf Paulus zukam und deswegen durch den Geist Gottes gewährt wurde, nicht nach Jerusalem zu gehen, denke ich, dass es in dieser ungeheuren Liebe des Apostels Paulus zu seinem Volk lag. Ja. Römer 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christo, ich lüge nicht. Wenn mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandte nach dem Fleische, welche Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus welchem dem Fleische nach der Christus ist, welche über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Jawohl. Und da zeigt er, dass es nicht Worte waren, sondern echt gemeint. Die Bereitschaft, sogar in den Tod zu gehen. Jetzt können wir das genauer ansehen, was er alles getan hat da im Tempel. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Ich habe jetzt vorher auch nicht so viel gesprochen mit den Töchtern des Philippus. Jawohl. Erstmal, werden die da eingefügt oder wird von ihnen berichtet, wie sie weissagten? Da frage ich mich, warum wird das getan? Also, das könnte man auch weglassen, oder? Das heißt, es wird sogar mit Aber noch eingefügt, der Text. Und zweitens auch, vielleicht könntest du nochmal das alte Gesprächsthema, Diskussionsthema erläutern, da was Weissagen bedeutet im Zusammenhang mit den Frauen hier. Jawohl. Die eben in der Versammlung schweigen sollten. Wir können dazu aufschlagen, 1. Korinther 14, eine Umschreibung, das ist Weissagen. Oder Prophetie. Also wir machen im Deutschen haben wir zwei Wörter, Weissagung, Prophetie. Das ist etwas verwirrend, denn im griechischen Grundtext ist dabei immer das gleiche Wort. Prophetia, Prophetie. Das sind also ein und dasselbe. 1. Korinther 14, Vers 3. Wer liest das? Liest du, Erich?
Korinther 14, Vers 3. Ja. Wer aber weiß sagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Jawohl. Da wird also erklärt, Weissagung beinhaltet Erbauung, Ermahnung, Fußnote oder Ermunterung. Das gleiche Wort heißt beides. Das heißt also, die Ermahnung ist eine mutmachende Ermahnung, nicht eine heruntermachende Ermahnung, sondern eine motivierende, anspornende Ermahnung und schließlich Tröstung. Das umfasst Weissagung. Dann 1. Korinther 14, Vers 24. Und 25, lies auch gerade. Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und also auf mein Angesicht fallend, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Also hier wird gezeigt, dass, was Weissagung konkret bedeuten kann. Das Verborgene des Herzens wird offenbar. Also ein treffendes Wort, das verborgene Dinge im Leben ans Licht bringt, muss nicht nur negativ sein, auch positiv Verborgenes. Aber das Wort, das so treffend in die Situation gesprochen wird, ohne dass der Sprechende diese Dinge gehört hat von anderen. Und es ist im Urtext beide Male das gleiche Wort? Ja, Weissagen ist immer Prophezeien. Im Französischen zum Beispiel, dort hat man auch nicht diese zwei Wörter, dann ist immer mit prophétiser übersetzt. Das ist verwirrend im Deutschen. Ja. Wenn wir an Weissagung denken, kann man dann vielleicht auch daran denken, wenn wir die Bibel selbst lesen, ich denke gerade an den 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Ja. Vers 19. Da heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort, befestigt auf welches zu achten, ihr wollt durch, also auf eine Lampe, welches an einem dunklen Orte leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Indem ihr zuerst wisset, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. Jawohl. Das heißt, wenn ich also das Wort Gottes lese, hat es ja auch diese weissagende Wirkung, diese aufdeckende Wirkung. Jawohl. Auf mich. Also die Bibel selber ist das prophetische, weissagende Wort Gottes. Aber dann, wenn es speziell geht darum, dass jemand weissagt, jetzt eben in 1. Korinther 14, dann geht es darum, das Wort weiterzugeben, aber so treffend in die Situation hineingesprochen. Und dass es eben so überzeugend ist, dass wenn Ungläubige hineinkommen, dass die merken, Gott ist da. Das heißt, ich lese eine Schriftstelle, was genau jetzt ja. dieses Herz... Oder überhaupt auch eine Erklärung dazu, zu dieser Schriftstelle, die eben so treffend auf die Situation heute zutrifft. Und jetzt haben wir hier in Apostelgeschichte 21 eben den Evangelisten Philippus. Der hat eine Familie mit 4 Mädchen. 4 Töchter. Alle noch nicht verheiratet. Und alle waren Prophetinnen. Welche weissagten. Tolle Familie. Und ja, die hatten einen drauf, nicht nur der Vater. 1. Korinther 11 wird also etwas völlig Normales hingestellt. 1. Korinther 11, Vers 4. Liest du, Reinhold? Ich habe eine andere Stelle gerade aufgeschlagen. Ach so, wer hat 1. Korinther 11? Jeder Mann, der betet oder weiß, sagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Und Vers 5? Jedes Weib aber, das betet oder weiß, sagt, mit unbedecktem Haupte, entehrt ihr Haupt. Jawohl. Also da geht es um... um das Verhalten von Mann und Frau beim Beten und Weissagen. Aber da wird so mit einer Selbstverständlichkeit gesprochen, jeder Mann, der betet oder weissagt, jede Frau, die betet oder weissagt.
Also absolut normal sein, wenn Frauen beten, ja. Wenn Männer beten, normal. Wenn Männer weissagen, wenn Frauen weissagen. Das zeigt übrigens, dass jeder Christ fähig sein sollte, zu weissagen. Das heißt, ein Wort zu seiner Zeit weiterzugeben. So im Sinn von Sprüche, wo es heißt, ein Wort geredet zu seiner Zeit, wie gut. Es wird noch ein Unterschied gemacht. Nicht alle sind Propheten. Epheser 4, von den Gaben gesprochen. Der Herr hat ja einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, Hirten und Lehrer. Nicht alle sind Propheten. Und trotzdem könnten alle prophezeien. Das ist genau das Gleiche wie, nicht alle sind Evangelisten. Hat die einen gegeben als Evangelisten, aber alle können evangelisieren. Merken wir das, worum es geht. Und so ist es also eigentlich etwas Normales, wenn ein Mann oder eine Frau das Wort Gottes treffend für die Situation, Erbauung, Tröstung, Ermahnung, Tröstung weitergeben kann. Jetzt offensichtlich bei den Töchtern des Philippus war das ganz ausgesprochen. Denn wenn da gesagt wird, vier Töchter, Jungfrauen, welche weissagten. Also offensichtlich hatten sie auch die Gabe der Prophetinnen. Das wäre vielleicht in der Seelsorge oder in einem familiären Kreis. Ja, jetzt ist die Frage, wo? Ja. Genau. 1. Korinther 14 gibt ein Schweigegebot und das bezieht sich auf die öffentlichen Versammlungszusammenkünfte. Dort gibt es ein Schweigegebot. 1. Korinther 14, Schweigegebot. 1. Korinther 14, Vers 34. Weiber sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterworfen zu sein. Wie auch das Gesetz sagt, wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für ein Weib in der Versammlung zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein, oder geistig, so erkenne er, dass ich euch schreibe, dass es ein Gebot des Herrn ist. Ja. Also es gibt übrigens auch die Möglichkeit, die Satzstellung von Vers 33 noch anders zu machen. Dann heißt es, das ist übrigens in deiner Übersetzung in der Fußnote angegeben, nicht bei Sonnen des Friedens, Punkt. Und dann geht es weiter, wie in allen Versammlungen der Heiligen sollen eure Frauen schweigen in den Versammlungen. Und ist es sicher, dass hier nicht gemeint ist, was Zungenrede anbelangt? Denn er redet ja vorher nur von der Zungenrede und dass da Unordnung war. Und dann kommt, dass die Frauen schweigen sollen. Wobei es geht eigentlich um Sprachenrede und Prophetie. Gerade vorher. Vers 29. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Und dann von Offenbarung, Vers 30. Und dann Vers 31, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, auf dass alle lernen und alle getröstet werden. Und dann kommt das mit dem Schweigen. Das schließt also aus, dass hier nur vom Zungenreden gesprochen. Ja, das würde ich, also da, ich, wenn, da müsste man das die Zungenreden nochmals hineinbringen, die kommt nicht mal. Sondern das Letzte, was noch kommt mit einer Gabe, ist das Weissagen in Vers 31. Mhm. Dann Vers 32 wird nur noch gesagt, dass also die geistliche Wirkung der Propheten ist dem Propheten untertan. Also geht es wieder um Prophetie. Ja. Und dann kommt das, keine Unordnung und wie in allen Versammlungen sollen schweigen. Aber, und dann wird das sehr, sehr absolut gesagt, denn es heißt, sollen schweigen. Und dann wird es umgekehrt nicht erlaubt zu reden. Oder? Das Gleiche wird zweimal gesagt mit
anderen Worten, das begründet, wie auch das Gesetz sagt, also er begründet es mit 1. Mose 3, Vers 16, wo die Stellung der Frau Adam gegenüber begründet wird. Und dann 35 gesagt, wenn sie eine Frage stellen möchte, dann soll sie das zu Hause machen, also nicht öffentlich. Und dann wird dann auch erklärt, Vers 36 ist eigentlich die Offenbarung Gottes, das Wort Gottes. Ist das nur von Korinth ausgegangen? Dass ihr nämlich eine andere Meinung seid als alle anderen Versammlungen. Oder ist es zu euch allein gelangt? Also ist die Offenbarung Gottes nur nach Korinth gekommen und alle anderen sind in Unwissenheit in der ganzen Welt? Und dann noch weiter begründet er, wenn jemand ein Prophet ist, oder eben geistlich, sodass er durch den Heiligen Geist geleitet wird, so erkenne ihr das, was ich euch schreibe, dass es ein Gebot des Herrn ist. Es ist so stark ausgedrückt. Aber es gibt die beiden unbiblischen Extreme. Das eine bedeutet, Frauen schweigen und haben nichts zu tun mit dem Wort Gottes weitergeben. Und das andere Extrem ist, Frauen predigen in den öffentlichen Gottesdiensten und Gemeindezusammenkünften. Das sind die beiden Extreme. Aber was ich meine, aus all diesen Stellen deutlich zu sehen ist, in den Zusammenkünften, öffentlichen Gottesdiensten schweigen, aber dann gibt es den viel größeren Zeitraum, als nur die paar Stunden pro Woche, gibt es außerhalb, wo in so vielen Möglichkeiten eben Frauen auch das Wort Gottes weitergeben müssen, und zwar treffend, geleitet durch den Geist. Und wir haben genügend Beispiele. Denken wir an Deborah, war auch eine Prophetin, aber man kam zu ihr nach Hause unter die unter der Palme, da richtete sie. Aber auch Männer, gell? Ja, klar. Alle, die Streit hatten, kamen zu ihr. Und aber eben bei ihr, sonst haben ja die Richter normalerweise in den Stadttoren ihre Arbeit verrichtet. Sie macht das eigentümlicherweise zu Hause. Und war auch nicht bereit, General zu sein in der Armee. Nicht? Es ist eine ganz klare Linie, wo war es ihre Aufgabe und wo nicht. Dann haben wir das andere Beispiel, Prophet Hulda, zu einem Zeitgenossin von Jeremia. Da kommt eine Delegation vom König und die gehen zu ihr nach Hause, in den zweiten Stadtteil heißt es ausdrücklich, in 2. Chroniker, und sie sagt ihnen, diesen Männern, so spricht der Herr. Aber nicht wie ihr Zeitgenosse Jeremia ging sie ins Stadttor und sprach Männer von Israel und so weiter oder zerschlug da einen Krug in aller in der großen Öffentlichkeit. Oder denken wir an eine Prophetin Anna, die kommt da hinzu, lobt den Herrn. Interessant. Wer war da? Simeon, Josef, Maria, in Gegenwart von Männern, lobt sie den Herrn. Und erzählt dann allen, die auf Erlösung warteten in Jerusalem, dass jetzt der Erlöser gekommen ist. Und so sehen wir, wie Frauen eine ganz wichtige Aufgabe haben, auch durch das Wort, durch das Weissagen, auch gegenüber Männern, das ist ganz deutlich, aber eben mit der Einschränkung von 1. Korinther 14 am Schluss. Nicht reden sollen, weder lehren, auch nicht beten. Ist das richtig? In der Versammlung, also in den offiziellen Versammlungen. Ja, ja, ja. Richtig, ja? Ja. Sonst können sie zu Hause oder auch wie hier reden, ja? Ist das richtig? Also in den Gottesdiensten ist es ganz klar. Und dann zu Hause, in Hauskreis, alles, was irgendwie einen privaten Charakter hat. Und ich meine, jetzt wo die genau die Abgrenzung ist, das ist eine Gewissensfrage. Ja, wir haben noch oft die Situation, dass wir vielleicht, dass ich allein mit zwei Schwestern bin, zum Beispiel. Ja. Wir haben das Gefühl, doch, wir sollten mit Gebet auseinandergehen. Und dann
ist es meistens, dass man von mir erwartet, dass ich bete. Ja. Aber ich finde es als, mich würde es erquicken, wenn auch die Schwestern dazu beten könnten. So wie es im Wort heißt, also, mit bedeckt, ja. Ja, ja. Und auch wirklich im gemeinsamen Gebet. Das könnte man auch umweiten. Ja, bei Anna sieht man das. Sie hat auch den Herrn gelobt, in Gegenwart von Simeon und Josef. Aber wenn jemand ein Gewissensproblem hat, kein Fall jemandem da etwas aufzwingen. So oder so nicht. Ja? Roche, ich hätte ganz ehrlich Probleme, wenn es hier nicht selber so stehen würde. Da heißt es denn, es ist schändlich für ein Weib in der Versammlung zu reden. Ich denke jetzt an Pastorinnen, ja, die oft in einer ungewöhnlichen Weise das Evangelium weitergeben oder auch schon predigen. Ich habe wirklich auch schon Predigten gehört. Die sind so hervorragend, ich sage es jetzt einfach in den Raum hinein, dass ich nie auf die Idee kommen würde, zu sagen, dass es für so eine Frau schändlich wäre. Mhm. Obwohl das Wort Gottes es hier ausdrücklich sagt. Ja, ja. Wie kann man in der heutigen Zeit einer Pastorin erklären, du hörst mir das, was du da vorne machst, ist schändlich. So würde man heute ja nicht mehr arbeiten. Aber das Wort Gottes sagt es so. Mhm. Wir sind ja alle Kinder der Zeit. Und vor 200 Jahren hätten wir das Ganze auch anders empfunden als heute. Also wir können unser Empfinden nicht mehr zu einem absoluten Maßstab machen. Aber in der Zeit von Paulus konnte er noch damit rechnen, dass eigentlich ein Empfinden dafür da war, dass es nicht richtig wäre. Das ist das Gleiche wie in 1. Korinther 11, sagt er auch, in Verbindung mit dem langen Haar, sagt er, lehrt euch nicht die Natur. Das ist eine Ehre für eine Frau, wenn sie langes Haar hat. Ja, aber es gibt Leute, die sagen, vom natürlichen Empfinden her finde ich es wunderbar, wenn sie kurzes Haar hat. Ja, ich muss das glauben. Aber was ich natürlich sagen kann, aber tausende von Jahren Geschichte der Kunst und Malerei lehren genau das Gegenteil. Da wurde während Jahrtausenden wurde das lange Haar der Frau als etwas ein gewaltig und in Gedicht und in Musik und so weiter zum Ausdruck gebracht. Aber eben das natürliche Empfinden, das wechselt von Zeitalter zu Zeitalter. Und es gibt Dinge, die da müssen wir effektiv sagen, oder viele müssten sagen, heute empfinde ich das nicht mehr so.
wir es doch so nehmen, zu sehen, dass wir unsere Kultur und das, was wir in der Schule gelernt haben, nicht zu absolut nehmen. Und dass es in anderen Sprachen völlig anders zu und her gehen kann. Übrigens, das Arabische ist genau das Gleiche. Durch die Grammatiker im Mittelalter ist das Arabische extrem systematisiert worden, sodass es diese Flexibilität völlig verloren hat, die das Hebräische behalten hat. Also auch in anderen Sprachen findet man diese Problematik, dass plötzlich durch Grammatiker die Sprache sehr stark fixiert wird. Ist das Neuhebräisch auch nicht flexibel? Es hat sich sehr, sehr stark orientiert an europäischen Sprachen. Also auch weniger flexibel in dem Sinn. Gut, wir sollten zum Ende kommen. Wir wollen noch beten.